Okay, die Texte gehen hier auch nicht mehr. Was? Die kommen erst später. Ah. Okay, ja. Ich bin leise. Das ist noch das gute alte SQS-Intro-Skript. Schade, dass Karnes nicht dabei ist. Wieso? Ja, das letzte Mal, als er hier mitgespielt hat, hat er einfach mal das M113er hier gesprengt. Achso, wir haben noch eine KI dabei. Ja. Ja, da sollte es in den Feuerwehr nutzen. Ach ja, Helme. Was, Helme? Ja. Mit 80 auch. Ja. Ja, was brauchen wir noch gar nicht, oder? War 17.30 Uhr, kann schon sein, dass das noch dunkel wird, bis wir fertig sind. Die Kisten gibt es ja leider nicht, ne? Nee. Man noch looten kann. Bei der Bohrstation steht ein Zivilist. Okay, wir warten. Der bohrt bestimmt in der Nase. Mhm. Ich höre Fahrzeug. Auf direktem Weg über die 1, 2 und 3. Ist denn was? Na, du darfst die Spitze nehmen. Juhu! Jetzt darf ich Max mal die Kugeln einfangen. Napster, du gehst an der 2. Otti, du gehst an letzter Position. Napster, bist du ein Model? Wir gehen auf direktem Weg zum Bohrturm und arbeiten uns dann über die Gebäude, die mit 1, 2 und 3 markiert sind, vor, um so möglichst nah an das in den Compartment-Piloten zu kommen. Ich habe da eine kleine Info, ich höre hier irgendwie Audio-Fahrzeugmotoren. Richtung Nordwest. Ja, das ist irgendwo Richtung Nordwesten, ja. Soll ich schon los oder wollen wir warten, bis der wegfährt? Kannst mal oben an der Kante gucken gehen, ob du was erkennen kannst. Wenn ich umfalle, habe ich was gefunden. Okay, sucht euch Deckung, wir warten, bis er vorbei ist. Der ist mir schon zu nah. Gegengefahren. Das hört sich so an, als wenn er irgendwo gegengefahren ist. Und dumm verknallt. Die KI ist mal wieder verlassen, dass es lustig wird. Scheiße, hat er einen Baum umgesetzt. Es hört sich an, als wenn er gegen so, entweder gegen Stein oder gegen eine von diesen niedrigen Steinmauern gegengefahren ist. Ich mal zur Sicherheit meine AT rausholen. Ach, die sind blind, die gucken hier nicht rein. ABC, 200 Meter front.
Ich hoffe, der Grenadier hält sich an das Feuer anhalten. Der hat keinen Feuerbefehl. Der darf nicht schießen und der liegt auf der Nase. Sonst erschieße ich ihn standrechtlich, wenn er was anderes macht. Sichtkontakt. 35 Grad. Warum mache ich die Sicherung rein? Der umfährt uns. Hört sich aber nicht so an, als wenn sich an seinem Muster irgendwas ändert. Der hat einen komischen Gasfuß. Im Laufschritt an dem Bottom. Ich glaube, ich sehe einen Schützen. 310 Grad auf dem Dach. Ja, es bestätigt, das ist ein MG-Schütze. Du hast ein Visier, Möster. Ich glaube, du schießt eh besser wie ich. Moment, ich brauche gerade eine Position. Soll ich das machen, oder? Okay. Bin bereit? Ja. 3, 2, 1. Ist da. Okay. Mit Tempo weit. Woher geht's jetzt? Rechts hier vorbei. Ah. Ich wäre einfach drüber gegangen. Stimmt, das geht jetzt auch. Ich vergesse das immer. Weitere Schütze auf dem Dach, aber es guckt nicht in unsere Richtung. Maps sind da.
Der Compound ist soweit sicher. Ja, okay. Ja, okay. Lass dich da oben nicht treffen. Mach ihr ich geht schon. An die 3 ran, wir geben euch von hier aus Deckung. Wenn ihr da okay. seid, drücken wir nach. Verstanden. Oh, diese Leiteranimation. Merkst du, bewegt sich? Rein. Zivilist, klar. Mapster, Achtung, wir hatten einen Feind von. Mapster down. Kriegst du das Ziel da vorne bekämpft? Ist bekämpft, Mapster ist aber ziemlich zerschossen. Oh, scheiße. Sehr, sehr rot. Ja, wir. Lars, nimmst du links die Wand? Dass uns von links nichts umläuft, bitte. So, erstmal den Kopf zumachen. Nagrach, wo seid ihr? Südöstlich vom Piloten in dem nördlichsten Gebäude vom Compound. Warst du in den anderen schon drin? Negativ. Okay, Otti, spring rüber. Holy shit. Also ich habe seine Brust und seinen Kopf gerade zugemacht, die Arme noch nicht. Ich mach mal Nane schon mal. Das Ding. Ja, das ist nicht. Okay. Lars, wie sieht's bei dir auf der Seite aus? Ruhig. Okay. Hm? Er hat gar nicht so viel Blut verloren. Nein, okay. Das ist meine Tourney Keys, die will ich wieder haben. Oh. Ach, sorry. Nein, passt schon. Ich glaube, ich sichere mal lieber mit, der sollte jetzt nicht mehr ganz so kritisch sein. Du mach das. Toll, kann ich hier nicht auf dem Fenster auflegen? Hat aber. CPR.
Lars, wie schaut's bei dir auf der Seite aus? Ruhig. Na, wach, in welche Richtung sich... In Richtung Chipstüte. Nordwest, das die Straße gute. Runter. Ist das hier unsere KI? Nee. Okay, Maps hat wieder Puls, braucht aber noch kurz. Ja, alles. Aber kannst du von deiner Position aus die Moschee sehen? Negativ. Na, was fehlt ihm denn noch? Nichts. Nur noch ein bisschen zu hohem Puls. Ah. Ja, ich check den Puls gerade. Ich hab keinen Puls. Okay, du hast an dem Abend den Puls geschickt. Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, ich fühle mich jetzt nicht besonders untot. Noch nicht. Dem Typen hier habe ich aber auch ein paar Wunden verpasst, und zwar jedes Körperteil. Ich nach Gehirn. Oder da könnte man doch mal wieder was spielen. Aber eigentlich bin ich nicht so der Zombie-Fan. Moin. Schieß lieber auf Aliens. Wir haben einen Compound südwestlich von uns. Wir gehen gleich also hinten wieder raus. Wir gehen da einmal rum. Und gehen über diesen Compound weiter. Sarah? Yes. Weißt du, ob der Typ da auf dem Balkon hier Gegner ist oder ein Zivilist? Ich sehe da nur einen Kopf vorgucken. Das ist ein Zivilist. Gut. Sonst hätte der schon längst geschossen. Wahrscheinlich, ja. Ah, ja, ich rede die ganze Zeit und bin gemutet. Ja, ah, hallo Mapster. Hey. Wohin soll ich jetzt nochmal gehen? Wir gehen hinten raus, Lars, Cockpit an der Ecke. Alles klar. Klar, Naga, links. Nee, rechts, rechts, rechts. Ich wollte doch links, sagen, links. Lars sitzt hier. Entfernung ist ein Sniper. Dann wollen wir dem keine Chance geben. Wie
Wie weit entfernt ist er? Ach, bin ich, Webster. Ich bin drüber geklettert, ja. Ich habe das Risiko mal eingegangen. Ich mache hier auf. Ja. 470. Sieht sicher aus. Machst du die Tür auf? Jo. Ja. Süden ist ein Eingang. Und da suchen wir uns eine Position, um auf den Sniper da oben zu wippen. Achtung, ich mach die Tür auf. Jo. Ja, keiner im Schweinestall. Ah, hier ist doch sowas. Jo. Hier, okay, Lars, such dir mal eine Position, um auf Compound den zu wippen. Compound ist sauber. Da ist eine Stellung. Was? Wo? Oh ja, hier. Ah. Oh. Ich geh mal. Das sollten wir vielleicht nicht so drauf zulaufen. Nee. Ich hol mal unsere KI ran. Ich sehe da auf jeden Fall ein schweres MG, aber niemanden, der es besetzt. Niemand zu sehen, der das besetzt? Nee. Ist das wirklich unbesetzt oder ist er einfach nur nicht zu sehen? Also es sieht wirklich unbesetzt aus. Mal da hingucken. Direkt drauf. Was ist das für eine Entfernung? 120 Meter. Eigentlich unbesetzt aus. Der weggelaufen. Oder das sieht einfach nur so aus. Aber von der Waffe her würde ich sagen, es ist leer. Ja. Ich mal einen Winkel drauf haben. Ich hau mal eine Granate rein. Mach das. Ja. Ist am Baum hängen geblieben, das war. Ah, okay. Die Bäume sind die größten Feinde des Grenadiers. Ja, das war wieder kurz. Ja, ich spare mir meine Granaten. Das ist nicht wert. Ja, selbst versetzt wäre es schon zurückgeschossen. Okay. Schalt mal den Sniper auf dem Turm aus. Der schießt zurück. Vorsicht, bei dir, Nagel, Achtung. Ah. Nahbereich. Er lebt ja noch. Achtung, Sarah und Nagrach, der Sniper schießt erfolgt. Ja, ich merk's. Wo kam das denn jetzt her? Sniper da. Otti, machst du mal Platz da? Aber Sarah, wo bleibt die hier? Ich hab den genutzt, nur zu gucken, ob der wer drin ist. Der schießt Mann. Auf das Gebäude. Ich geh jetzt da hin und besetzt das MG. In dem Gebäude war ein Gegner, da hat er gerade drauf geschossen. Ja, ich weiß. Hab ich mit
In dem Gebäude war auch ein Gegner. An dem Fenster. Den habe ich eben weggeholt. Ah, okay. Hier sieht's soweit okay aus. Wir gehen an den Compound ran. Soll ich schon mal stürmen? Vorgehen? Ihr fangt mit dem Werkstattgebäude gleich an. Alles klar. Nagach, du und Mapster? Alles klar. Lars? Ja. Habe ich hier einen Frühstart hingelegt? Ja, oder weiter? Nee, weiter, weiter. Ich glaube, da war noch ein Durchgang hier, wo man dann rein konnte. Und ich glaube, es ist auch eine Tür hier zu der Richtung von dem Gebäude. Hier rein? Nein, hier nicht. Achso, hier nicht. Hier, ja, ja, hier ist eine Tür. Wir können hier von außen rein. Guck kurz um die Ecke. Alles klar. Oh, direkt. Ja, sieht gut aus. Mach die Tür auf. 3, 2, 1. Okay. Raum links. Was geht? Hab ihn. Sehr schön. Ein Feind ausgeschaltet. Klar. Ist sicher. Ja. Gebäude gesichert. Verstanden. Dann rück nach ins Hauptgebäude. Aber erst wenn ich meinen. Kann ich nicht lesen. Nehmt ihr das rübergeschrieben? Wir sollen hier stürmen? Ja. In den einmal einen, oben. In einem, auf der Terrasse liegt einer. Okay. Wenn oben gesichert ist, kannst du dir oben eine Position suchen, dass du gegebenenfalls dran wirken kannst, falls Fahrzeuge kommen. Und dann zu rechts. Mapster? Jo. Okay. Ich gehe aufs Dach. Ein bisschen hartnäckiger. Ja. Warte? Ja. Okay, du bist da. Ja. Okay. Mach hier die Tür auf. Okay. Hab ihn. Ich glaube, hier rechts ist ein Pilot. Alter, die halten echt viel aus. Nicht sicher, das Dach. Ein Pilot gefunden. Hier vorne ist der Daum, hier draußen. Ja, den habe ich erschossen. Dach ist sicher. Geh mal Kabel bitte, dann nimm den Piloten fest. Wir müssen noch warten, oder? Ja, du kannst dich ruhig schon Kabel anwenden. Ja, das ist richtig, aber sonst hätte ich den hier schon mal weggeholt. Oh, Theo, bist du? Ich bin hier. Warum? Nach oben. Lass mal kurz reingehen, ich brauche mal kurz. Nagach und Mapster, ihr könnt dann das Werkstattgebäude beziehen und einen eventuellen Gegenangriff von dort bekämpfen. Otti, guckst du kurz bei mir? Ich brauch kurz, Ja, ist kein Problem. Ah, eine RPG-26, aber besser als nix. Audio, USC. Schütze raus. Fahrer raus. Mapster, bist du bei mir im Gebäude? Ich komme, ja. Alles klar.
Marty, du hältst dich ein bisschen im Hintergrund, also nicht oben auf dem Dach unbedingt rumlaufen. Okay. Jo. Oh, das ist keine so gute Idee. Ich würde mal hier lieber so ein bisschen die Richtung Südwesten und Westen abdecken, da sehen wir eh mehr. Und die. Nagaf, siehst du das da? Ja! Ja, das sehe ich. Aber ich schmeiß mal eine Granate rüber. Ja, okay. Achtung, Granate fliegt. Ah, ich sehe da hinten einen Gegner. Über kurz. Oh. Au. Ja. Natürlich in den Arm. Sorry. Ich guck mal lieber in eine andere Richtung als du, nur so. Oh. Mapster und Nagok, lasst ab und an mal was von euch hören. Ja, wir haben nordwestlich von euch einen Feind ausgemacht. Der ist auf der Treppe. Da guckt die Waffe durch die Wand. Da kommen welche die Straße. Ich plünder mal kurz hier eine Leiche hier. Ah, cool, Tourney Keys. Kam das jetzt? Ah. Habt ihr noch eine Treppe? Da. Ost, Lars, Ost. Hinter dem mehrstöckigen Gebäude. Ich lade. Beide? Otti sorgt dafür, dass bei uns keiner ins Gebäude reinkommt. Ja, ja, mach ich. Gab's ja Zwischenmeldung, alles gut bei uns? Nicht so ganz, ich bin ein bisschen getroffen. Sonst geht es zu Otti. Mindestens ein Fireteam aus Süd. Ich geh mal kurz rüber zu Otti zum Verarzt. Ja, auf jeden Fall Motorengeräusche. Ja, hab sie. Ja? Otti, nicht schießen. Ja, alles gut. Feuerteam ausgeschaltet. Ja, das kann passieren. Also 113 irgendwo im südlichen. Nicht schießen. Check hätte mich bestimmt schon umgesetzt. Müsste da drüben so schreien? Ich passt wieder alles. Alles klar. Der ist bei uns im Gebäude, oder nicht? Mapster, ich komm wieder hoch. Hast du hier irgendwo? Kann sein, dass dir gleich aus Südwesten da die Straße längs. Positiv, ich guck schon genau auf den Bereich.
Kleine Sicht. Irgendwo schon relativ nah dran. Hinter dem mehrstöckigen Gebäude ist gerade einer gelaufen. Oh shit! Sicht auf den M113, aber 400 Meter weit weg noch. Kontakt Richtung Südosten. Nah, 100 Meter. Sollte ich ausfallen, übernimmt Nagar übrigens. Okay. Du bist einfach der Zweite in meiner Liste. Komplex 3 da. Nagra, geht's dir gut? Nein. Ich hab mir was ins Gesicht eingefangen. Oh. M113 kommt aus südlicher Richtung. AT Feuer bereit machen. Okay. Audio bitte. Ja, positiv. Oh, ich sehe den M113er. Aus Richtung Südost. Sorry, Nagra. Macht nix, hast mich nicht erwischt. Bekämpft. M103. Oh! Mami! Ich hab ihn doch getroffen! Ich glaube, Schütze aus M113 raus. Danke! Das ist so ein Bangen. Ich hol mir noch mal kurz Munition für die RPG-7. Kann man nie genug haben. Gar nicht in der Mission. Aus West die Straße rund. Da liegt auch noch eine RPG 26 im Hof. Wo? An der Leiche vom RPG-Schützen. Direkt hier neben hier zwischen den LKWs. Ja, alles klar. Audio BMP aus Richtung Nord. Lars, mach dich bitte feuerbereit. Richtung? Richtung Nord. Noch kein Visual. Aber der dürfte nicht weit weg. Nee, der ist mit Sicherheit nicht weit weg. Ja, diesmal gleichzeitig drauf. Ja. Der ist gleich in den Weg gekommen. Jo, der ist gerade über die Kreuzung rüber. Ah, links ist links, der links, links. Der ist westlich unserer Position, das heißt, der kommt auf der Südseite rum. Der kommt wahrscheinlich dieselbe Stelle, wie das BTR kommt. Steht. Weißt du? Ich bin mir nicht sicher, aber das habe ich gerade gesehen, ne? Epsa, ihr solltet aufpassen, der fährt hinten bei euch am Haus vorbei. Der ist auf der Südseite da. Nah bereit. Scheiße drüber. Hast du den Baum getroffen, kann das sein? Epsa? Da? Oh, das war nicht der Baum. Nee, das war ein Treffer. Ich glaube, die sind ausgestiegen. Siehst du aber noch? Ist der bekam? Unklar, ich glaube ja. Crew ist ausgestiegen. Gut, dann Crew bekämpfen.
Post. Oh, hinter uns. Na. Aua. Wo? Weiß ich nicht. Hab ihn. Gut. Ich höre eine Stimme unter uns, kann das? Möglich. Du hast die Tür im Blick, okay. Habt ihr eventuell den Durchgang hier in den Hof im Blick von eurer Position aus nach Mapster? Na, ich bin ja gerade oben auf dem Dach. Ich sehe aber nichts. Alles klar. Freundlicher Hubschrauber Richtung Westen, Südwesten. Gleich bewegen Richtung Hubschrauber, dann bist du dafür zuständig, den Piloten zu transportieren. Gleich knallt's. Zwei Apaches über uns. Ja, das sehe ich. Wir haben auf jeden Fall im Nahbereich unter uns Kontakt. Ich bin verletzt, du müsstest sowieso zu Otti. Soll ich da mal gucken? Ja, aber sei vorsichtig, bitte. Ich bemühe mich. Hab ihn erwischt. Er mich aber auch. Oh Scheiße, hier sind noch mehr. Drei Mann bekämpft. Die hingen am UAZ fest im Durchgang. Ja, gut. Ich komme jetzt hoch. Das Konzept des Drüberkletterns ist auch ein schwieriges. Feindkontakt, Ost. Ich brauche dich schon wieder. Oh Gott, was hast du denn gemacht? Ich bin inzwischen gerade viermal getroffen worden. Achso. du Penner. Ja, ihr hattet da gerade ein paar Besucher unter euch, die habe ich erstmal noch weggenommen. Leider hat der eine ein bisschen schneller geschossen als ich. Tja. Kann man nichts machen. So, willst du deine Tourniquets wieder haben? Ja, das wäre nicht schlecht. Hä? Moment. Ach, das bist du. Ja. Das geht auf, blödes Medikament. Geht das hier auf? Okay. Jetzt. Ja. Transporthubschrauber Süd. Okay. Ja. Oh, wie süß. Wurde aber auch geworfen. Unbekannt. Wahrscheinlich, aber ich habe sie ja klar. Südost, Nahbereich. Nee. Ja, gut, danke. Okay. Oh, sorry. Sonst aber schmeiß mal eine Granate ja in die Richtung. Blöde Tür. Ich schmeiß eine Granate, Achtung. Wohin? Hinter die Mauer. Okay, die ist ein bisschen weit geflogen. Okay. Napster, ich komm zu dir. Copy. War da was, Lars? Keine Ahnung, ich benutze sogar zwei Granaten, die ich gefunden habe.
stehe, sondern mit... Ein bisschen ist sie motiviert. Compound 3. Der ist gerade in Richtung Osten weggelaufen. Otti, mach dich bereit. Hubschrauber ist im Landeanflug. Okay. Lars braucht noch ein Pflaster, hat er gesagt. Die Helis haben noch gar nicht geschossen. Was ist denn los mit denen heute? Ja, doch, ich glaube, der hat mal geschossen, aber nicht viel. Es sind aber auch nicht so viele. Irgendwie waren da doch mal mehr Gegner, hatte ich den Eindruck. Oh, das war jetzt nicht sehr effektiv. Hinter den Bäumen Richtung Südosten. Habe aber gerade keinen Sichtkontakt mehr. Ja. Der Hubschrauber hat geschossen. Ach, die Apache ist eigentlich irgendwas, außer hier rumzufliegen. Der Transport-Heli wird ziemlich schwer beschossen. Ich weiß auch nicht von was. Wir haben im Osten Kontakte. Relativ weit weg. Otti, mach dich bereit. Ich hoffe, die Piloten sind nicht schon wieder tot. Lars, bist du bereit? Schon mal runter. Alles klar. Okay, wir gehen. Ich leg nur Unterdrückung. Otti, lauf, Otti, lauf, lauf, lauf. Sorry. Leben die Piloten noch? Das war knapp. Wer ist da drin? Na, Krach drin. Okay, ich bin drin. Ja, ihr ist drin. Die müsste einmal verarztet werden, bitte. Oi, 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 oi. Kann man hier rausschießen? Das wäre mir gerade ganz recht. Ich muss an den Türen gucken. Vielleicht von den Seiten aus. Von das den war die falsche Tür. Scheiße. Scheiße, ich sitz. Ah, nee, ich kann nicht rausschießen. Okay, ich muss mal den Platz wechseln. Ah, jetzt. Aber ich kann eh nicht mehr ballern, keine Munition mehr. Boah, bei mir war nicht so viel. Warum sitzen da zwei oben im Rotor? Nein. Oh je.